Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zur letzten Folge der aktuellen Staffel und ihr seid genau richtig, um von Hatschepsut, der Ruhmreichen, Abschied zu nehmen. Denn sie wird im Alter von 79 oder 80 Jahren jetzt bald das Heidliche segnen. Bevor das geschieht, wollen wir noch eine andere Sache machen. Nämlich, ich habe wieder keinen Forschungsschwerpunkt definiert oder ein Wunschziel. Ja, es gibt tatsächlich zwei Dinge, die jetzt sehr interessant sind. Erstens, dass wir unten bei Verwaltung und Rhetorik mal vorankommen, um hier zum Beispiel mal das Forum bauen zu können, was uns dann auch Stadtkapital gibt. Aber angesichts unserer neuen geopolitischen Situation finde ich Navigation fast noch wichtiger, dass wir da schnell vorangehen. Deswegen werden wir da mal einen Schwerpunkt festlegen. Das ist aber auch alles, was ich erstmal tun will. Interessant übrigens auch hier so ein bisschen der Punktestand. Ja, schaut mal, im Vergleich zu den anderen Fraktionen können wir ganz gut mithalten, würde ich sagen. Wir beenden das Jahr. Und immer noch müssen wir jederzeit mit einem Angriff der Assyrer rechnen. Ich hoffe, er erfolgt erst, wenn wir hier die nächste Stadt oder die letzte Stadt gegründet haben. Ja, und nun ist genau das geschehen. Es ist jetzt ein bisschen prosaisch, weil wir erfahren noch nicht vom Tod unserer Pharaonen, sondern erstmal, dass die Ambition jetzt ein Vermächtnis geworden ist. Es bleiben 20 Jahre, um es zu realisieren, und ich fürchte, das wird nicht möglich sein, ehrlich gesagt. Ja, sie ist im Amt verstorben, Königin Hatschepsut. Tetubastes ist konvertiert und nun wollen wir sie ehren. Die Magi bilden eine düstere Prozession. Sie hüten sich, den Leichnam der Königin zu berühren und tragen sie aus der Stadt, um den toten Körper den Vögeln und Wölfen zu überlassen. Nein, ich will sie doch in ein Mausoleum stecken und anschließend die Gebeine einzusammeln. Diese Bilder gehen euch noch durch den Kopf, als ein Bote von Patriarch Psamtik, dem Jüngeren, eintrifft. Eure königliche Linie hat sich trotz Annahme des Zoroastrismus als Staatsreligion bisher an die traditionellen Bestattungspraktiken Ägyptens gehalten. Psamtik legt euch nahe, die Bestattungspraktiken des Zoroastrismus zu übernehmen, damit die Verunreinigung des Leichnams nicht auf die anderen Toten übergreift. Werdet ihr die königlichen Bestattungspraktiken beibehalten oder neue Wege gehen? Also, wir haben erstmal hier unsere Königin. Wir schauen mal, wie sie so drauf ist. Sie ist Richterin. Sie ist abergläubisch. Okay. Das ist natürlich jetzt hier sogar ein relevanter Faktor, oder? Jetzt ist aber die Frage, Aberglaube kann jetzt in beide Richtungen gehen, ne? Aber Aberglaube, glaube ich, geht eher in Richtung Tradition, würde ich sagen. Also ich würde dazu tendieren. Also wer abergläubig ist, der glaubt dann eher so ein bisschen an traditionelle, ältere Glaubensformen, an scheinbar überholten Glauben. Das wäre doch eher das Heidentum, wobei es bei uns ja erst später entstanden ist. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Aber hier wird es ja eindeutig so bezeichnet. Das traditionelle Begräbnis im Stil Ägyptens. Ja, wir werden das tun und damit ist leider Psamtik erneut enttäuscht von den Pharaonen, aber es ist, wie es ist, ne? Sie ist so. Wir machen das rollenspielerisch. So, schon bald nach eurer Krönung erreichen euch die Glückwünsche von Esa Hamad, der Thronfolgerin Assyriens. Aha. Weil sie in der Erbfolge als nächstes steht, ist sie der Meinung, dass eine enge persönliche Freundschaft zwischen euch bestehen sollte. Dies würde aber die Autorität des Königs von Assyrien, Assurbanipal, untergraben, was unsere zwischenstaatlichen Beziehungen gefährden könnte. Aber der Typ ist doch auch schon 68. Die Zukunft ist sie. Ich würde sagen, wir machen das. Esa Hamad herzlich antworten und um ihre Gunst buhlen. Das gibt uns minus 20 Ansehen. Wir sind jetzt schon bei 61. Das wird wahrscheinlich weiter runtergehen. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Apeju als kulturelles Zentrum schlagen die Ältesten vor, eine
ein Bogenschießfest zu veranstalten. Schnell wurde erlassen, dass in Abeju kein anderer Sport betrieben werden soll. Kritiker sprechen sich gegen diese Idee aus. In ihren Augen ist Ringkampf oder Pferdereiten besser. Die zweigeteilte Stadt wendet sich an euch. Worauf fällt eure Wahl? Das Ereignis kommt, weil Abeju kulturell aufblühend geworden ist. So, Bogenschießen, athletische Tradition, Fernkampfeinheiten plus 50 EP, Ringkampf oder Pferderennen. Wir wollen ja in Zukunft auf, wir haben ja Reiter als Spezialeinheiten. Noch ist das in gewisser Ferne, aber lasst uns das mal machen. Nichts geht über Pferderennen. Finde ich ganz schön. So, unsere Tochter soll verheiratet werden. Ah, okay. Babylonien. Wir müssen ganz kurz mal die Erbfolge anschauen. Wie ist jetzt hier der Stand der Dinge? Aha. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir hier eine Hochzeit mit Babylonien in die Wege leiten, das finde ich ganz gut. Quatsch, mit Mernet. Das finde ich ganz gut. Das werden wir machen. Wartet mal. Hier, Heiratsangebot. Also, mit wem von diesen? Weisheit 6, Mut 1, Weisheit 3, der ist ein Gelehrter. Ich habe so ein bisschen, bei Intriganten habe ich so ein bisschen Schiss. Nee, wir werden Imerum nehmen. Aber das finde ich gut, dadurch verbessert sich hier die Beziehung zu Babylonien. Es geht weiter. Ja, offenbar im Übergang von einer Herrschaft zur anderen passiert hier viel Kram. In allen mächtigen Städten des Landes wurden Klöster und Tempel errichtet, noch nicht in allen, um die Lehren des Zoroastrismus zu verbreiten. Gläubige im ganzen Land frohlocken, da ihr zweifellos das Werk Gottes verrichtet. Sie haben euch sogar den Ehrentitel Hüterin des Glaubens verdient. Wie könnten wir davon profitieren? Okay, das Event kommt, weil wir monotheistisch sind. Klingt ziemlich gut. Wir bekommen einfach nur Legitimität. Und in Svenet eine gesamte Kulturstufe. Boah. Oder wir akzeptieren das nicht. Dann beginnt aber der Patriarch ein Komplott zu schmieden. Nee, das machen wir nicht. Nee, wir wollen jetzt hier nicht so einen Konflikt mit denen haben. Das ist ja auch gar nicht unser Ansinnen. Wir glauben nur an so ein paar traditionelle Werte. Klingt aber trotzdem ziemlich gut. Wir werden Verteidiger des Glaubens. Ja. Was bedeutet das eigentlich, der Titel? Egal. Svenet kriegt auf jeden Fall eine Kulturstufe. So. Dann ist klar, wir brauchen hier eine neue Statthalterin. Das können wir gleich mal. Oder Statthalter in Vaset. Ja, ist die Frage, ob das wieder die Königin selbst, also die Pharaonin selbst machen sollte. Ich finde, das ist eine gute Tradition und sie ist auch wirklich unglaublich talentiert. 37,2 Gold plus. Machen wir mal. Und die anderen Sachen sind auch gut. Ja, sie soll das wieder erledigen. Okay, jetzt geht's weiter. Es geht um die nächste Ambition, um eine ihrer Ambitionen. Das andere ist ja nur ein Vermächtnis. So, 15 Militäreinheiten töten. Das Gesetz Münzentwertung erlassen. 4 Tempel kontrollieren. Okay. Ah, Tempel sind die nächste Stufe. Ah, wir haben ja erst Klöster. Ja, warte mal, das müssen wir uns mal angucken. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Also, wann können wir Tempel bauen? Tempel können wir bauen, wenn wir Doktrin haben. Doktrin ist eine Forschung. Wie weit ist diese Forschung entfernt? Glaube ich zumindest, dass das eine Forschung ist. Da. Ah, okay, das ist die wir schon erforschen können, aber so ewig dauert. Ah, das ist ziemlich weit weg. Das waren nämlich 25 Runden oder so. Das ist unrealistisch, um ehrlich zu sein. Okay, was war die andere Geschichte mit der Münzentwertung? Gesetz Münzentwertung. Benötigt Fiskalpolitik. Das klingt aber auch so fortgeschritten. Fiskalpolitik. Da oben. Was? Das? Nein, Leute. Das ist ja unglaublich. Bis wir da sind? Nein. Da sind wahrscheinlich 15 Militäreinheiten noch schneller getötet. Ich würde sagen, das ist unsere Ambition. Ja, wir werden natürlich den Krieg auch hier forttragen. Selbst wenn wir hier Frieden haben. Machen wir das. Aber ihr seht, die Ambitionen werden deutlich anspruchsvoller.
Okay, irgendein Event ist noch. Es gibt einen Steuerüberschuss. Die Schatzkammer von Svenet platzt aus allen Nähten. Das stund im Übrigen. Unsere Schatzkammer ist prall gefüllt. Die Oberhäupter der Stadt fordern, dass sofort in wichtige Projekte investiert wird. Ah, weil Svenet jetzt starke Kultur hat, deswegen haben wir dieses Event. Das Gold für später sparen? Nö. Wir könnten zusätzliches Eisen gut gebrauchen. Das nehmen wir gerne mit. Okay. Damit ist jetzt erstmal der Übergang geschafft. Aber wir müssen uns trotzdem nochmal mit unserer Herrscherin befassen. Sie ist schon 57. So richtig viel lange haben wir nichts von ihr. Sie ist eine Richterin. Was bedeutet das? Als Statthalterin kann sie Projekte, Spezialisten mit Geld beschleunigen. Und das ist jetzt richtig super, weil wir sehr viel Geld haben. Und das sollten wir nutzen in der Hauptstadt. Okay. Und als Oberhaupt Änderung der Gesetze für 100 Stadtkapital möglich. Gut, das ist nicht so entscheidend. Kann Erweiterungen verbessern. Oberhäupter mit dem Richterarchetyp können Erweiterungen auf die nächste Stufe verbessern. Zum Beispiel ein Odeon zu einem Theater machen. Können Sie das auch, wenn Sie nicht die Forschung haben? Das können wir mal probieren. Nee, das müssten wir mit dem Arbeiter testen. Ne? Verbessern, tatsächlich. Ernsthaft? Ich kann jetzt hier die Garnison zur Feste verbessern. Ach nee, das ist quasi der Arbeiter. Das ist Quatsch. Zur Feste verbessern. Nee. Das benötigt nach wie vor die Voraussetzung 4 aktive Gesetze. Aber ich verstehe nicht, was dann das Besondere an dieser Fähigkeit ist, wenn man das eigentlich sowieso machen kann. Oder müsste man dann eine Feste extra bauen? Möglich, dass das so ist. Okay, wartet mal, wir gucken noch mal kurz. Alle als Oberhaupt, alle Einheiten plus 2 Trefferpunkte durchheilen, weil sie abergläubisch ist. Aha, auch ein interessanter Nebeneffekt. Und das interessiert mich jetzt mal direkt. Das heißt, wir könnten jetzt hier beschleunigen. Aber das kostet natürlich wieder Unzufriedenheit. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert, das zu tun. Naja, okay, also so stark ist das dann am Ende dann doch nicht. Nun gut, so, wir haben 20 Befehlspunkte. Wir wollen dort eine Stadt gründen. Das heißt, ja, aber ich glaube, ich werde sie hier gründen. Aber wir wollen mal gucken. Wo ist unser Siedler? Ja, ich denke, wir gründen sie da. So. Und hier werde ich, glaube ich, erneut eine Ramesidenstadt gründen. So, hervorragend. Nächste Stadt ist unsere. Elad ist gegründet worden. Und auch hier werden wir erstmal einen Arbeiter bauen und hier können wir eben nicht beschleunigen. Aber das dauert jetzt länger, weil wir keine Bauherren mehr als Pharaonen haben. So ist das nun mal. Immerhin, hier können wir jetzt heilen. Das ist gut. Und tja, die große Frage ist, bleibt jetzt hier ein Frieden oder nicht? Davon hängt jetzt so ein bisschen ab, wie gut wir jetzt in diese Richtung weiter expandieren können. Das ist so ein bisschen unklar. Okay, schauen wir mal. Haben wir hier einen Arbeiter dazu bekommen? Sieht ganz so aus. Ja, mit dem können wir jetzt sicher einiges machen. Was ist am spannendsten? Viehweide gibt es Befehlspunkte. Garnison, wir könnten da Netze bauen. Ah, wir werden hier als erstes die Viehweide machen, würde ich sagen. Ja, hier haben wir jetzt viel zu tun. So, du bleibst dort stehen. Auch dir gönnen wir erstmal noch eine Heilung, sodass wir hier voll ausgeheilt sind. Ja, also es hängt jetzt viel davon ab. Ich würde sagen, wir treffen die Entscheidung, wie wir uns hier aufstellen an dieser Seite unseres Reiches. Was passiert, wenn er stirbt? Wenn er stirbt, dann kommt ja seine Nachfolgerin, seine Tochter. Und zu der haben wir ein gutes Verhältnis. Aber es kann sein, dass er vorher noch selbst den Krieg erklärt. Und ja, ich denke, da müssen wir vorbereitet sein. Können den aber trotzdem mal zurückziehen. So, okay. Dann
schauen wir mal. Wir haben hier noch unseren... Ah, den werde ich als letztes mal ziehen. Wir gucken erstmal zu den Arbeitern. Okay, da haben wir die Feste gebaut. Was wird hier gebaut? Ein Weiler. Was ist jetzt hier noch sinnvoll? Wir könnten natürlich noch Steinbrüche bauen. Das ist mal eine gute Sache. Um ja, den Weg dort zum Wunder jetzt noch ein bisschen zu beschleunigen. Gucken wir mal, wo am besten Steinbruch hinpasst. Ja, Gegend ist nicht so optimal. Da unten haben wir einen Zehner. Ah, wegen des Gebirges. Das ist natürlich schön. Allerdings brauchen wir da lange hin. Naja, gehen wir erstmal dahin, bereiten das Ganze vor. Finde ich okay. So. Gut, hier in Abeju. Und hier wird... Okay, dann fehlt hier jetzt noch ein Weiler, würde ich sagen. Den wir fast zwangsläufig irgendwo in die Büsche setzen müssen. Platzieren wir ihn hier. Gut, die haben wir bewegt. Wir haben immer noch 3 Befehle. Und die nutzen wir dann mit ihm hier. Ist die Frage, gehen wir in die Richtung? Ich gehe mal in die Richtung weiter. Einfach zu sehen, wie sich jetzt hier die Grenze weiterentwickelt. Aber hier wird, glaube ich, nicht mehr viel zu holen sein. Okay, Befehlspunkte alle ausgegeben. Wir müssen für Zau erstmal das nächste wählen. Und ich tendiere hier tatsächlich zur Mauer. Weil, die Küstenstädte und so weiter, hier besteht jetzt schon immer eine gewisse Gefährdung, könnte man sagen. Manifest. Und tätig zuletzt den Viehzüchter gebaut. Was können wir noch machen? Wir haben immer noch 2 Spezialisten, die wir einsetzen können. Ein Dichterlehrling ist jetzt hier möglich. Auch nicht schlecht. Aber wir haben gesagt, wir brauchen mehr Steine. Lasst uns hier noch einen Steinhauer nutzen. Nehmen wir den. Gut. Und in Svenet selbst können wir entwickeln. Hier haben wir keinen Bürger mehr, aber das kommt bald. Ja, was ist hier noch sinnvoll? Wir könnten fest 3 machen. Das finde ich am besten jetzt an dieser Stelle. Okay. Gut, alle Entscheidungen getroffen für dieses Jahr. Wir checken nochmal kurz, ob irgendwas übersehen wurde. Gucken auch nochmal ganz kurz jetzt hier. Interessanterweise hier noch keine weiteren Kinder hier in der direkten Nachfolge. Obwohl er schon 27 ist. Ne? Sie hat gerade erst geheiratet. Aber gut, es gibt ja noch eine Nebenlinie. So, genau, da ist ein Neffe geboren worden. Vor und Garnison ist fertiggestellt. Ach so, schon. Wir können hier einen Statthalter auswählen, aber ich glaube, wir haben das Stadtkapital dafür nicht. Ja, da müssen wir noch warten. Das machen wir dann später. Es gab noch eine Interaktion hier. Nee. Hofhalten. Das war, glaube ich, eine besondere Geschichte von ihr. Genau, was macht Hofhalten? 2 Jahre zum Abschließen. Zu 60% bringt das 150 Stadtkapital. Okay. 20% wir bekommen ein neues Hofmitglied. 20% ist es ein Event. Kostet uns 100 Militär und 2 Befehle. Das ist was wir durchaus mal machen sollten. Truppenmoral stärken ist übrigens vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ja, da tauscht man quasi Befehle mit Militärpunkten. Ausbildungspunkten, das brauchen wir nicht so sehr. Das ist besser hier. Da tauscht man quasi Kapital mit Ausbildung. Ja, okay, das merken wir uns. Machen wir das nächste Mal. Elat gegründet, neue Ambitionen, diverse Ereignisse, Jahr beenden. Und wir werden, und das ist das nächste große Ereignis, zukünftig auf Speerträger bald zurückgreifen können. Dann bin ich mal gespannt, welche Forschung uns dann angeboten wird.
Okay. Unsere Schwägerin ist gestorben im Alter von 51. Und wir haben erstmal die Phalanx. Das schauen wir uns erstmal an. Das heißt, wir können jetzt unsere Krieger aufwerten zu Speerkämpfern. Speerkämpfer sind Nahkampf-Infanterie-Truppen. Mhm. Die beginnen mit Antikavallerie 2, sind besonders gut gegen berittene Einheit und durchbohren. Das heißt, man kann Schaden machen, wenn zwei Einheiten hintereinander stehen, auch an der hinteren Einheit. Okay. So, was wollen wir jetzt tun? Verwaltung, hatte ich gesagt, ist interessant. Leider haben wir nicht die Seefahrt bekommen. Bogenschütze ist natürlich auch stark. Aber ich glaube, wir müssen in dem Bereich jetzt mal vorankommen. Außerdem, vielleicht geht es ja dann doch, dass wir 8 Technologien kriegen. Die dauert nämlich nur ein Jahr. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Okay. Eigenes hat es nicht gegeben. Hm. Gut, Militäreinheiten haben wir erstmal kein... Ja, wir müssen warten auf den Tod hier, meines Erachtens. 69, dann können wir die Sache entscheiden. Insofern bewegen wir erstmal die untätigen Arbeiter. Ich wollte hierhin, um einen Steinbruch zu bauen, wenn ich mich recht entsinne, um nochmal plus 10 Stein hier abzufassen. Jawohl. Dann können wir auch mal richtig hier unseren Speer bewegen. Okay. Ja, wir können jetzt hier die Grenze von... Wir haben die Grenze damit erreicht. Okay, das ist damit jetzt geklärt. Die Grenzen Babyloniens kennen wir zumindest hier. An der arabischen Wüste. Dann werden wir hier versuchen, hier nochmal durchzuschlüpfen. Aber vermutlich wird das auch nicht klappen. Mehr ist dann erstmal nicht zu erkunden. Auch beruhigend. So, dann wollen wir nicht vergessen, dass wir hier Hof halten wollten. Das wird 2 Jahre dauern. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und wir können Produktion bestimmen. Vaset ist zuletzt der Fischer entwickelt worden. So, wir sehen übrigens, oh ja, Speerkämpfe. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wie läuft das jetzt hier mit dem Upgrade der Einheiten? Verbessern auf Speerkämpfe. Kostet uns 80 Militärpunkte. Und das ist jetzt, was Holz kostet. 50 Holz, 50 Eisen. Machen wir aber natürlich trotzdem. Da sind sie. Wir vergleichen nochmal kurz die Kampfwerte. Er hat jetzt einen Kampfwert von 4,9 und 5. Während der Krieger 4,3, 4,2 hatte. Ist also schon eine Verbesserung. Halt, nee, das war gar nicht der Krieger. Das war der Krieger. Der hat 4,24, also noch schlechter. Okay. Warum kann ich hier nicht verbessern? Weil wir kein Holz haben. Das können wir aber kaufen. Perfekt. So, prima. Dann gucken wir mal. In Vaset müssen wir uns entscheiden. Wir haben ja noch einen Bürger zur Verfügung. Speerkämpfer werden wir dort nicht benötigen. Tja. Forschung ist natürlich immer gut. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes... wir haben sehr, sehr gute Einnahmen. Wir brauchen eigentlich nicht nochmal Bauern. Beziehungsweise, ich glaube, da bekommen wir auch gar nicht die 20 on top. Nee, passt auf. Wir werden tatsächlich den Mönchslehrling hier nehmen, um einfach hier nochmal unsere Forschung nach vorne zu bringen. Okay. Die Militäreinheiten, würde ich sagen, lassen wir erstmal stehen. Das heißt, wir haben 11 ungenutzte Befehle, mit dem wir im Moment nichts anfangen können. Seretor, unsere Nichte wurde geboren. Gucken wir mal kurz. Wer ist jetzt Seretor? Aha, hier. Also die kriegen Kinder von Setos und Hama. Naja. Okay. Wir haben auch immer noch nicht die 100 zusammen für 9 Statthalter. Im Menefer haben wir die nächste Unzufriedenheitsstufe erreicht. Phalanx ist entdeckt worden. Okay, gut. Dann beenden wir das Jahr. Durch die vielen Baumaßnahmen haben wir es gerade schwer, auf diese 1200 Steine zu kommen. Wie ihr seht, sind wir immer noch bei 784 jetzt. Die jüngsten Handlungen lassen hinsichtlich des Urteilsvermögens von Prinz Inert
erhebliche Zweifel aufkommen. Oh, das ist schlecht. Verliert Weisheit. Eieiei, das ist ja möglicherweise der nächste Herrscher, nicht wahr? Und wir haben die nächste Forschung. Verwaltung ist entdeckt worden. Wir gucken kurz, was möglich ist. Wir haben erstmal ein neues Projekt in den Städten. Schatzkammer bringt einfach Gold. Und plus 10 Gold im Jahr. Berufsherr. Achso, das gehört auch noch dazu. Und Kornspeicher. Das können wir mit unseren Arbeitern jetzt bauen. Kostet allerdings ein Holz Unterhalt. Führt dazu, dass die angrenzenden Bauernhöfe 60% produktiver sind. Allerdings haben wir mit Nahrung kein großes Problem. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Ja, wir machen jetzt Navigation. Doch, das ist wichtig, dass wir jetzt die See erobern. Allerdings dauert es 6 Jahre, ehe wir das erfunden haben. Verfolgungswahn. Unsere Spione erhalten eine persönliche Nachricht von Assurbanipal, dem Herrscher von Assyrien, der jetzt nun wirklich alt sein muss, 70 bestimmt schon, die an euch gerichtet ist. Es ist ein paranoider Wortschwall, eine Litanei von Anschuldigungen und Unwahrheiten. Offenbar ist er davon überzeugt, dass ihr euch gegen ihn verschworen habt. Vielleicht sollten wir die Spannung abbauen, eine persönliche Geste könnte ihn beschwichtigen. Aber das wäre eigentlich nicht schlecht, weil das würde bedeuten, dass wir brauchen ja nur noch ein paar Jahre durchhalten und dann haben wir ein gutes Verhältnis mit ihm. Okay, verdächtigt Königin Neferure, wenn wir einfach ihm sagen, dass wir keine Probleme haben, ihm Geschenke schicken, das schmeichelt, oder ihn tadeln. Ach komm, wir haben so viel Gold, wir machen das mal. Wir schicken ihm mal Geschenke. Es geht darum, ihn so lange zu beschwichtigen, bis er stirbt. Um den Frieden zu wahren, denn im Moment haben wir, denke ich, kein Interesse an einem großen Krieg. So weit, so gut. Okay, ein untätiger Arbeiter. Und ich würde sagen, den nutzen wir jetzt, um jetzt mal hier durch die Landschaft zu strolchen, um wieder Gebüsche zu entfernen. Ja, dann wäre es mal wieder ein bisschen 30 Holz gesammelt. Weiteres finden wir da auch in der Nähe. So, nach wie vor, solange diese Sache hier noch nicht geklärt ist. Ha, warte mal. Minus 99 trotzdem, obwohl plus 80 erreicht ist durch das Geschenk. Das kann doch aber nicht stimmen. Rein zahlentechnisch kann das nicht stimmen. Vielleicht ist das noch nicht berücksichtigt worden, das Event. Weil wenn ich mir das jetzt mal angucke, plus 80 kompensiert diese minus 70, die da drüber sind. Haben wir noch plus 10. Ja, das stimmt nicht. Minus 99 kann nicht stimmen. Hier steht ja auch unten. Insgesamt minus 19. Die Zahl ist noch nicht aktualisiert worden. Naja, okay. Auf jeden Fall eine verbesserte Lage. Kundschafter. Der kann jetzt zurücklaufen. Den brauchen wir da unten nicht mehr. Die Sache ist geklärt. Okay. Einheiten lassen wir stehen. Und Städte müssen wir entscheiden, was wir hier tun. Wir haben zuletzt den Offizierslehrling abgeschlossen. Und das ist das jetzt, was neu möglich ist. Schatzkammer. Ich meinte, aber, ach so, wenn man Berufsherr hat, dann gibt das noch plus 2. Das haben wir noch gar nicht eingeführt. Das spielt also für uns noch keine Rolle. Gold ist jetzt nicht so ein großes Thema. Das müssen wir nicht forcieren. Und, ja, zum leichten Streitwagen. Da brauchen wir die Feste. Und um die Feste zu bauen, brauchen wir 4 Gesetze. Das ist das große Thema. Das haben wir aber noch nicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal weiter mit dem nächsten Offizierslehrling. Stärken wir einfach weiter hier unsere Militärkapazitäten in dieser Stadt. Hier werden die meisten Truppen ausgehoben werden, da bin ich mir sicher. Menefer. Müssen wir noch entscheiden? Hier haben wir noch einen Steinhauer etabliert. Es ist aber immer noch ein Bürger da. Dann machen wir den Dichterlehrling. Bringt hier nochmal Kultur in die Stadt. Das gefällt mir ganz gut. Okay, ja, das wär's. Hier haben wir die nächste Garnison. Ah ja. Ja, jetzt ist die Frage, Statthalter, ne? Kostet uns halt immer diese 100 Stadtkapital.
Die könnten wir allerdings auch mal wieder einsetzen, um ein Gesetz einzuführen. Also überall da, wo keine Schlösser dran sind, die Gesetze können wir einführen. Die Frage Sklaverei und Freiheit. Das wäre eigentlich das nächste Thema. Aber vielleicht ist Statthalter für 100 doch besser. Wir schauen mal. Wer steht hier zur Verfügung? Prinz Innet. Okay, der Erbe. Oh, Herzogin Mehmet ist ganz gut. Minus 2 Unzufriedenheit. Das ist stark. Weil sie rechtschaffend ist. Wow, das werden wir tun. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl für Svenet. Ja, damit haben wir alles getan, liebe Leute. Und damit sind wir erst einmal auch wieder ans Ende dieser Staffel gekommen. Spannend wird jetzt das zunächst sein, wie sich hier diese Grenzsituation mit Assyrien entwickelt. Eigentlich mein Interesse ist hier, vorerst einen Frieden zu wahren und möglichst viele Truppen abziehen zu können, um gen Westen expandieren zu können. Also solange wir dort auf Barbaren treffen, denke ich, sollten wir uns ranhalten, diese Standorte zu bekommen. Dann zweites nächstes Ziel ist das Meer für uns irgendwie zu sichern. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Inseln hier, die wir besiedeln können. Auf jeden Fall können wir erkunden, können in Kontakt treten mit anderen Zivilisationen. Das ist dann auf jeden Fall auch wichtig. Ja. Und dann vielleicht die Hoffnung, noch so viel Stein anzusammeln, dass wir vielleicht noch ein weiteres Weltwunder bauen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel. Die wird ausnahmsweise mal etwas länger auf sich warten lassen. Der Grund ist, dass ich in der nächsten Woche auf der Gamescom in Köln bin und danach auf der PDXCon in Stockholm, sodass es ein bisschen verzögertes Programm gibt. Schaut bitte in den Programmkalender, Link in der Videobeschreibung, um das genau nachzuschauen, wann es weitergeht. Bis bald, bis dahin macht's gut, euer Steinwald.